So, aber für den Anfang machen wir jetzt hier mal wirklich die Schaufeln platt und nehmen diesen Schotter mit. Dafür mache ich jetzt hier aber mal eine Fackel hin. So, und da oben haben wir ja schon wieder Gold. Das mich alles gar nicht interessiert. So, da geht es ein bisschen weiter nach oben. Mit dem Schotter geht es hier ein bisschen nach unten wahrscheinlich. Na, der geht ja auch noch ein Stück in die Wand. So, das wäre eigentlich hier gar nicht so ein schlechter Platz für eine Plattform, muss ich sagen. Ja, wäre wirklich nicht so ein schlechter Platz für eine Plattform. Na gut, hier geht es noch ein bisschen. Wobei, dann kann man da einfach weitermachen. So, wie gesagt, also das wäre eigentlich vielleicht wirklich gar nicht so ein schlechter Platz für eine Plattform hier. Dann können wir da links und rechts aussteigen und einfach das Zeug weiter abbauen. So, also hier Spitzhacke. Dann der noch weg. Der noch weg. Der noch weg. So, und dann kann ich hier noch sagen, du da. Jetzt machen wir erstmal euch weg. Dich da, dich da. Du und du. Du natürlich auch. Du sowieso. Du auch, du auch. Ausgezeichnet. Okay. Und dann wollte ich ja hier noch sagen, 1, 2 und 3. Genau, so wollte ich das haben. Den machen wir noch hin, den machen wir noch hin, die machen wir jetzt einfach voll bis oben hin. Genau. Tum, tum, tum. So, und da können wir dann wirklich nochmal sagen. Wunderbar. Dann kommt hier eine Plattform hin. Das heißt, ich mache hier dieses Loch zu. Und zwar so. Zack, zack. Zack, zack. Dann haben wir hier jetzt eine Dreierplattform. Und dann können wir hier halt in die Wand. Super, und dann kann ich hier oben noch eine Leuchte hinbringen. Da haben wir hier schon mal 1, 2, 3 und hier haben wir 1, 2, 3, genau. Und dann kann es hier regulär weitergehen. Dann können wir hier unten wieder eine Kiste hinstellen.
Da hole ich jetzt keine, sondern da bastel ich mir einfach eine. Genau. Zack. Kann hier unten hin. Und dann würde ich hier jetzt einfach sagen. So. So war das ja. Kiste. Bam. Kann der weg. Und dann könnte man da theoretisch ewig weiterlaufen. Also ewig weiterfahren. Weil ich ja am Überlegen bin, ob ich da nicht später alles mit Gleisen vollziehe. So, und dann haben wir hier einen Dreier. Zack, zack, zack. Und dann kann der ganze Spaß hier theoretisch weiterlaufen. Kommen wir hier runter, dann können wir hier sagen, Summ. Wie auch immer. So, und da würde ich ganz gerne mal eine Fackel hinsetzen. Perfekt. Gut, aber das ist jetzt erstmal der tiefste Stand, den wir momentan haben oder haben wollen. Da unten kann ich ja noch ewig weiter mich verwursteln. So, wie gesagt, es gibt ja eine riesige Baustelle im Grunde. Und Rohstoffe habe ich dann auf jeden Fall auch erstmal für ein Weilchen genug. Mies, sei mal dahingestellt, ob ich für Mies genug habe, aber ich habe auf jeden Fall eine Menge Rohstoffe jetzt hier unten. Den können wir wegmachen. Den können wir dahin tun. Den können wir wieder dahin tun. Ob ich jetzt vielleicht einen Ofen bauen will. Wie gesagt, es geht halt wirklich einfach nur darum, auf jeder Ebene alles zu haben, was man braucht. Und weniger darum, so, dann kann man hier. Genau, das ist ja hier eigentlich im Prinzip. Die Höhlen sind ja im Prinzip nur meine Minenfelder. So, war da oben jetzt gerade ein Miesmonster, ne? So, auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir jetzt dann halt. Mal ein Niveau erreicht. Wir könnten ja auch sagen, hey, wir gehen hier weiter. Weil da haben wir ja schon die Neigung. Es sagt ja niemand, dass wir immer in die gleiche Richtung weitermachen müssen. Wir können ja auch theoretisch umdrehen. Können ja theoretisch zum tiefsten Punkt gehen und von da aus weitermachen. Und da dann eine Treppe hinziehen und so weiter. Aber was ich halt eigentlich ursprünglich machen wollte, ist, warum ich diese ganze Aktion ja gemacht habe, ist, ich habe diese Miesdinger. Die wollte ich mir ja besorgen. Apropos, da kann ich mal ein paar Sachen schmelzen, zum Beispiel dich. Ich habe ja diese Miesdinger, die wollte ich ja ursprünglich haben, deswegen habe ich den ganzen Spaß ja gemacht. Außerdem habe ich jetzt wieder ein paar mehr Metalle. Deswegen habe ich den Spaß ja jetzt auch gemacht. Wir haben auf jeden Fall, das ist was, was wir nicht vergessen dürfen. Wir haben auf jeden Fall jetzt unsere Mine, aus der wir unsere Rohstoffe rausholen können. Wir haben die Anlage für diese Mine, dass wir da prinzipiell immer mehr rausholen können oder könnten, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und insofern denke ich, eigentlich habe ich für einen Anfang jetzt auch erstmal genug Gezuppel. Das heißt, in der Theorie kann ich jetzt sogar erstmal aufhören, das ganze Zeug einsacken, nach Hause bringen
Und dann können wir an unserer Großbaustelle weiterarbeiten. Wie gesagt, jetzt habe ich ja ein bisschen bessere Materialien als einfach nur eine Steinspitzhacke. Wir haben vor allem Mies, was ich unbedingt haben wollte. So. Das heißt, wir können jetzt eigentlich unser Zeug einpacken und mitnehmen. So, dieses ganze Steingedönse, das würde ich wahrscheinlich hier lassen. Weil das ist halt das, was ich hier eigentlich überhaupt nicht brauche. So. Das Komplizierte ist jetzt halt wirklich, das ganze Gezuppel wieder zu finden. Aber ich denke. Na? Okay, was war das? Ich muss mal kurz eine kleine Unterbrechung machen. So. Da ist mir plötzlich was ganz Zwischendes da drin gekommen. Was Dringendes dazwischen gekommen. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist, wir gehen zurück in die Welt, aus der wir gekommen sind. Und wir nehmen quasi die ganzen wertvollen Rohstoffe mit, die wir da alle so gesammelt haben. Das nehmen wir auch alles mal mit. Dich vielleicht auch, dich vielleicht auch. So, und ansonsten können wir dich noch mitnehmen. Hauen wir dich vielleicht wieder weg und nehmen dich mit. Weil, wie gesagt, dieses Gesteine, das brauchen wir ja eigentlich nicht. Das Einzige, was wir da vielleicht wirklich brauchen können, ist, sagen, Sortierung. Aber eigentlich nicht. So. Hier hinten, ging es hier hinten nach oben? Ne, da oben ging es nach oben, oder? Also da hinten hatte ich ja auch noch eine Kiste. Da hinten hatte ich ja auch noch eine Kiste. Da hatte ich auch noch wertvolle Sachen. Nö, hatte ich nicht. Theoretisch können wir da noch Schotter mitnehmen, aber das... Pff, wofür? So, dann können wir da oben nochmal kurz gucken, ob wir da noch was rumfahren haben. Eigentlich will ich den Spaß hier auch wegmachen. Okay, da habe ich einfach nur versucht, das Chaos zu beseitigen, das ich da angerichtet habe. Und dann wäre es hier eigentlich schon wieder. Wie gesagt, wir können jetzt halt von oben nach unten uns durchstrippen, je nachdem, was wir so haben wollen. Hier hinten gab es ja auch noch was. Hier hinten hatte ich, glaube ich, auch noch eine Kiste rumfahren. Nämlich hier. So, genau, da würde ich dich mitnehmen, dich mitnehmen, dich mitnehmen. Die Kiste kann da bleiben. Da hatte ich noch ein Schild. Okay, das Zeug kann ich halt nicht stapeln. Da bräuchte ich noch eine Hose und einen Helm. Hose, Helm, Stiefel, Schild. Wunderbar, da haben wir einmal eine Komplettausrüstung. Für den Fall, dass wir irgendwie vielleicht mal was verlieren. Da haben wir eine halb kaputte Hose. Die würde ich vielleicht sogar anziehen wollen. Damit ich dann zu Hause was Richtiges rumfahren habe. Und den Schotter, den nehmen wir mit. Ja, von mir aus. Ansonsten habe ich da gerade nichts. Nö, die Kiste kann hier bleiben von mir aus. Hier hinten würde es da lang gehen. Da oben. Okay. Da habe ich keine Kiste mehr, ne? Nee, aber da würde quasi auch. Boah. Nein. Wir hauen ab.
Wir hauen ab. Der macht mir wieder alles kaputt, das muss nicht sein. Jetzt habe ich so viel Zeit darin investiert, hier unten ein bisschen aufzuräumen. Das muss alles nicht sein. Okay, also wir verlassen die Höhle. Wir gehen zurück nach ganz oben. Wir sammeln unser Gezuppel ein. Zumindest das Gezuppel, das wir haben wollen. Wir können dann bei Gelegenheit mal anfangen auszubauen. Andernfalls, okay, hier wollte ich vielleicht mal was hinbauen. Aber da habe ich gerade keine Kiste. Da oben ist schon wieder Nacht, wenn ich das richtig sehe. Es dämmert zumindest. Ah, es dämmert, okay. Dann können wir hier Kohle mitnehmen. Flints können wir mitnehmen. Sand ist mir gerade egal. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir Schotter. Da können wir den eigentlich auch noch reinpacken. Können wir den nochmal mitnehmen. Das war's dann auch schon wieder. Das war's dann auch schon wieder. Hier oben haben wir den Leuchtturm und dann ist die Frage, wo, weil wir uns ja überlegen müssten, wir könnten da eigentlich mal eine Straße hinbauen. Ach, okay. Das ist schon der richtige Leuchtturm. Gut, alles gut.